Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder recht herzlich zur neuen Sendung ins Land einschauen. Heute begeben wir uns in den Tenningau. Unser erstes Ziel ist heute Bad Dürnberg. Auf der Fahrt von Salzburg kommen besuchen wir Bad Dürnberg und kommen hier an der berühmten Salzmine im Salzbergwerk Bad Dürnberg vorbei. Die Ortschaft Bad Dürnberg befindet sich 772 Meter über dem Meer und gehört zum Bezirk Hallein. Auf einer Fläche von ca. 7 Quadratkilometer befinden sich 260 Gebäude mit ungefähr 750 Einwohnern. Wir befinden uns in der Pfarrkirche Bad Dürnberg. Von hier hat man einen wunderschönen Ausblick über das Salzachtal bis in die Stadt Salzburg. Unser Weg führt uns nach Hallein an der Salzach. Hallein ist die Bezirkshauptstadt des Tenningaus und zugleich ein wichtiger Industriestandort. Die Fußgängerzone der Stadt ladet natürlich zum Bummeln oder zum Verweilen ein. Unser Weg führt uns weiter tiefer in die Bergwelt hinein. Wir besuchen die Ortschaft Annaberg, wo hier natürlich auch sehr viele Musiker zu Hause sind. Und eine Gruppe davon möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen, und zwar die Tenningauer. Die Tenningauer feiern heuer ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum. Diese wunderschöne Bergwelt des Tenninggebirges thront über allen die Bischofsmütze. Unser Weg führt uns zurück von Annaberg nach St. Kolomann auf den Trattberg. Diese wunderschönen Bergwelt sind Tier, Mensch und Natur im Einklang.
Über eine Panoramastraße führt uns der Weg an den hinteren Trattberg, wo sich viele Almen befinden. Nach so einer Wanderung kehrt man natürlich gemütlich bei einer Hütte ein. Hier auf der Christelalm ist es besonders gemütlich und die Wirtsleute verwöhnen ihre Gäste mit ihren Spezialitäten. Was auf einer Alm natürlich nicht fehlen darf, ist die steirische Harmonika. Und Sepp und sein Partner sorgen für die richtige Stimmung. Beim Abstieg ins Tal besuchen wir ungefähr auf halber Strecke den wunderschönen Seewaldsee. Von den Trattbergalmen ist circa eine Stunde Gehzeit zum Seewaldsee. Unten angekommen erwartet sie ein wunderschönes Naturparadies. Genießen wir gemeinsam diese wunderschöne Landschaft und lassen die Bilder auf uns einwirken. Unser Weg führt uns weiter nach Schäffau zu den Lammeröfen in die Lammerklamm. Unser Einstieg in die Klamm beginnt in der dunklen Klamm. Sie ist oben durch Schutt verschlossen. Die Klamm ist etwa 1000 Meter lang, der Höhenunterschied beträgt 43 Meter.
Die Klamm verläuft von Nord nach Süd und ist als Naturdenkmal geschützt. Die Klamm wird beim Ortsteil Oberschäfer von der Lammer gebildet. Er ist ein Nebenfluss der Salzach und ist der Durchbruch zwischen dem Schwarzenberg und der Osterhorngruppe. Am Ausgang der Klamm vergnügen sich waagehalsige Wassersportler. Nach unserem Besuch der Klamm geht es in einer halbstündigen Wanderung zur alten Mühle. Ein kleiner Wasserfall betreibt diese wunderschöne alte Mühle. Einmal im Jahr wird hier ein kleines Fest gefeiert und die Bauern aus der Region können hier ihre Produkte präsentieren und verkaufen. Natürlich darf auch eine zünftige Muse dabei nicht fehlen. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich wieder von Ihnen und wir verlassen das wunderschöne Lammertal.